Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Adventskalender-Türchen von Area 52. Wir haben für euch wieder zwei Liquid Elements Artikel sind es heute, die ihr gewinnen könnt, wenn ihr eine Frage beantwortet. Die Fragen, die wir hier haben, die sind immer relativ leicht rauszufinden, wenn ihr uns so ein bisschen als Firma kennt und der Stuhl, der knarrt echt heftig, ne? Voll abgefallen. Und unseren YouTube-Channel. So, das heißt, was wir heute für euch haben, ist einmal das Parain in der Standardgeruchsvariante Cherry Tech. Also auch für die, die uns schon mal gefragt haben, wonach riecht das Zeug eigentlich? Das ist eine technische Version der Kirsche. Also wir haben das so ein bisschen neu interpretiert, das Thema. Ihr könnt einfach mal eine Nase nehmen von dem Zeug. Ist vollkommen ungefährlich, daran zu riechen. Riecht, wie ich selber finde, ziemlich geil. Und passend dazu haben wir den Kollegen Chubby. So, das heißt, dieses Ding könnt ihr mit dabei gewinnen, unseren Chubby-Waschhandschuh. Der passt natürlich auch farblich ganz genial dazu. Und nochmal hier die Erklärung für die Leute, die es noch nicht so ganz verstanden haben. Ihr seht das auch hier auf meinem Shirt. Wir haben bei dem Liquid Elements Logo ja immer Farben. Die blaue Farbe steht für Waschen, die grüne Farbe für Reinigen, dann haben wir Orange für Polieren und Lila ist für Versiegeln. Für die, die sich schon mal gefragt haben, warum sehen die Produkte so aus, wie sie aussehen. Also das hier wäre dann halt die Waschphase, damit beginnt man in der Regel. Und heute könnt ihr halt gewinnen das Parain und den Chubby. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist halt die Frage beantworten, wie heißen die Fasern, es würde eventuell dazu passen, eines Trockentuchs, welches wir im Programm haben. Das ist das Black Hole, das ist unser neuestes Trockentuch, das findet ihr auch bei uns auf der liquidelements.de Seite. Ja, das so als kleinen Hinweis dazu und wir wollen von euch nur wissen, wie die Fasern genannt werden. Antworten bitte wie immer unten in die Kommentare. Ich wünsche euch nochmals viel Glück und ja, sage bis zum nächsten Adventstürchen.